Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Grim Fandango. Ich bin jetzt genau da, wo ich wollte, und ich speichere jetzt auch nochmal. Wir mussten das leider alles wiederholen aus der letzten Folge. Ging jetzt aber natürlich rasant, wenn man weiß wie. Und ich habe das mal so eingestellt, dass die jetzt beide immer in jede Richtung parallel, damit möglichst der Schwung am höchsten ist. Ich würde mal annehmen, dass das korrekt ist. Damit verhalten sie sich ja genau umgekehrt zu dem, was sie vorher hatten. Da haben sie immer alle einzeln gezündet. Oh, Vorsicht, Manny! Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Ja, oh, das soll. Eben. Oh! Mach mal. Wenn wir den Baum. Jetzt leckst du das. Ah, toll, what the fuck. Sich super. Die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder. Jetzt, wo es losgeht, leckst bei dir. Das ist ja doof. Ich werde mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Das will ich stark hoffen. Und wehe, das funktioniert nicht. Momentan habe ich mehr das Gefühl, dass das Rad noch weiter stabilisiert. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Ah, Manny! Jetzt haben wir die Unwucht. Was machst du da? Jetzt haben wir die Unwucht. Das hatte ich nämlich eigentlich vor. Jetzt weiß ich, was du meinst, King Felix. Manny, bisher sind wir wie Ratten über den Boden gekrochen. Aber jetzt werden wir fliegen wie Adler, ja, wie Adler. Auf Pogo-Stöcken! Es ist vermutlich sogar egal, wie man sie einstellt, das da weiß ich nicht. Hauptsache, und ich dachte schon, irgendwann. Unser Auto sei nicht protzig genug. Steig ein, oder leidest du unter Höhenangst? Geiles Auto. Okay, dann da lang. Da waren wir noch nicht. Ich bekomme alles kaputt, so sieht das aus. Ei, Stacheldraht. Alles klar? Bei dir? Ich speichere jetzt nochmal. Sicher ist sicher. Ah, eine Tür. Und ein Schloss. Oder so. Da hängt ein dickes Vorhängeschloss am Tor. Ja, mach doch mal auf. Das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Du hast ein... Nee, das bekomme ich mit bloßen Händen nicht ab. Dann klopfen wir doch mal. Manny, was machst du da? Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, weißt du's? Der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Wir werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Scheiße, Dämonenbiber. Unglaublich. Oh! Aus dem Weg! Das brennt doch nicht. Junge, wenn du da jetzt nicht reingehst mit diesem scheiß Feuer. Das brennt doch nicht. Das brennt doch nicht. Ich krieg die Krise. Du bewegst jetzt deinen Arsch da rein. Und danke. Das kann doch nicht angehen. Echt. Der Hammer. Und jetzt, das brennt. Löschen. Das brennt doch nicht. Okay, man kann es ja auch mit den Pfeiltasten lenken, ne? Jetzt mal ehrlich, das muss doch gehen. Das brennt doch nicht. Okay, wie benutze ich diesen Feuerlöscher mit Tastatur? Rennen, benutzen. Ach so, dann direkt U drücken, oder was? Echt jetzt? Okay, dann spielen wir das jetzt erstmal... Das brennt doch nicht. Das ist aber irgendwie... Ich das brennt doch nicht. Ich muss es so machen. Aber es geht nicht. Es ist doch unglaublich. Tastenbelegung. Rennen, Left, Shift.
Up, Left, Down. Also, wie wäre es erstmal mit vernünftigen Tasten? W, S, A, D. So geht's ja gar nicht. Okay. Mann, das brennt doch nicht. Ja, das ist ein neues Zitat. Mann, ey, echt aktives Objekt wechseln. Delete. Wer kommt denn auf solche Tasten? Render-Modus umschalten. Audiokommentar abspielen. Wenn der jetzt sagt, brennt doch nicht, ne? Dann mach ich aus. Tschüss. Okay, so. Das lenkt sich ganz beschissen, wisst ihr das? Die Feuerbiber, ja. Also ich versuch's noch einmal, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Das brennt doch nicht! Ey, das Gefühl, das wird so nicht funktionieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird einfach nicht... Und die Steuerung ist scheiße. Ich könnte... Er war noch am Nachladen. Also so kann das nichts werden. So kann das nicht werden. Das kann es nicht sein, glaube ich. Das kann es echt nicht sein, glaube ich. Wenn es das wäre, dann wäre das aber echt No-Go. Ob das Ding auch für Nagar zugelassen ist? Ich werde das machen müssen, ne? Das brennt doch nicht. Du musst jetzt ganz tapfer sein, Will. Okay, man kann mit der rechten Maustaste auch. Okay, gut. Keine Ahnung, warum ich, was ich da jetzt anklicken konnte, aber... Okay, das ist in Ordnung. Ich bin mir sicher, dass die Straße bestimmt aus dem Wald herab abgesehen davon, ich kann Ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr, ich brauche eine Pause. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Das brennt doch nicht. Nein, das brennt doch nicht. Oh Mann. Echt jetzt? Okay, warum auch immer? Liegt hier im Schlüssel rum oder so? Kann ich hier irgendwo hin? Nein. Jetzt ehrlich, das muss brennt doch nicht. Da muss doch was sein. Was kann ich denn hier machen?
Abgesehen davon, ich kann Glottis doch nicht einfach hier lassen. Da muss hier doch ein Schlüssel irgendwo liegen, oder? Okay, also ich muss Glottis das schon mitnehmen irgendwie. Was haben wir denn hier noch? Ich bin echt fertig. Ich glaube nicht, dass das geht, aber du könntest mal versuchen. Es brennt doch nicht, ja. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Ich gehe am Stock. Nee. Echt, Glottis? Mehr hast du nicht zu sagen? Los, Glottis, wir brettern einfach durch das Tor und fahren diese kleinen Monster platt. Lieber nicht, Manny. Diese flammenden Knochenbiber sind üble Gesellen. Sie beißen, kratzen. Ach so, und alle. Wenn sich einer um meine Antriebswelle wickelt, ja, kann ich die nächsten Monate brennende Fellstücke aus dem Motor klauben. Ich fahre da erst runter, wenn du sie vertrieben hast. Okay, dann wir müssen da durch. Dann, okay, ist ein Argument. Einmal alle löschen. Dann darf die eine mal nicht ins Wasser springen, ne? Da hinten versteckt sich doch eine. Hinter dem Berg da. Das ist immer schwierig da hinten. Die kann ich aber nicht. Ja, hast recht, die entzünden sich mal wieder an mir. Kann ich da hinten hin oder nicht? Abgesehen davon, ich kann Glottis doch nicht einfach hier lassen. Die kommt aber nicht da hinten. Ja, wenn das nicht, dass das Ding da hinten festbackt, ne? Das wäre ärgerlich. Das brennt doch nicht. Guck mal, jetzt sind hier nur drei. Da hinten kommt es jetzt langsam an, ja. Aber es kann doch jetzt nicht in der Sache sein, dass ich hier jetzt einfach 20 Minuten warte, oder? Nicht so richtig, oder? Oh, sag nicht, ich kann da entlang gehen. Ich krieg die Krise, echt? Moment, was ist denn hier? Das packen wir mal weg hier. So richtig? Komme ich da aber auch nicht hin? Und jetzt schnell dahin oder wie? Na, schnell geht's hier gar nicht. Hmm.
rennt um euer Leben, ihr hasenzahnigen Feuerbälle! Der will da nicht weg. Okay, wir gehen da nochmal hin. Also wenn ich da nur dieses kurze Zeitfenster habe, um den zu löschen, dann mal gute Nacht. Das ist aber schwierig dann. Es kann doch aber nicht Sinn der Sache sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stelle mich jetzt zu blöd an. Toll, da war die Animation noch nicht zu Ende. Das brennt doch nicht, das brennt doch nicht. Leck mich, ey. Es bringt nichts, ich kann hier ja nichts tun. Da rennt der eine durch. Aber der bei uns steht. Geh mal in die schwarze Flüssigkeit. Ich kann hier... Das brennt doch nicht. Nee, das will ich nicht. Ich will den wegpacken. Dieser Fluss scheint aus reinem Teer zu bestehen. Aber die Biber schwimmen durch, als sei es Wasser. Ich habe meine Teerkelle vergessen. Nein, ich glaube nicht, dass ich darin auch nur einen Meter weit kommen würde. Toll. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Teer. Ich habe auch keinen Behälter oder sowas. Ja, das brennt doch nicht. Teer. Moment. Abkühlen kann ich den Teer jetzt nicht mit dem Feuerlöscher, ne, oder? Nee. Irgendwie nicht so richtig. Und was macht der da aber? Ob der Biber gerne apportiert, wenn man sich die Knochen hole, könnte man nochmal gucken. Obwohl, mit Lottes komme ich momentan auch nicht mehr weg. Ich muss hier jetzt rüber. Das ist ein Problem, weil solange der Biber am Rausklettern ist und die Animation da ist, kann ich nichts machen. Solange kann ich nichts machen. Und Lottes haut hier nicht ab. Ah doch. Okay, pass auf, lass es mal woanders hinfahren. Wenn du in diese verdorbene Stadt zurück willst, dann geh ohne mich. Ach komm, ey, Junge. Hier war nichts, ne? Wir können nur dahin, ne? Mach mal ihn beenden. Ich hole mir jetzt nochmal so einen Knochen. Auf den Felsen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich darauf gehen kann. Aber das können wir natürlich gerne mal gucken. Ich habe mir sicherheitshalber nochmal einen Knochen eingesteckt. Einfach nur so. Vielleicht apportieren die ja wirklich, die Biber. Wer weiß das schon. Das wäre eine... Naja, Moment. Moment. Er hat doch gesagt, die Biber bauen Dämme aus meinen Knochen.
Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir den Knochen mitnehmen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Dann versuchen wir erstmal mit dem Knochen hier was zu machen. Komm, gib ihn mir. Da ist er. Jetzt sag nicht, dass ich 4 Knochen brauche. Oder war ich zu langsam an der Stelle? Meinst du? Oh, das ist aber ein doofes Timing. Wie gesagt, du kannst sehr häufig auch erstmal nichts anklicken, ne? Eigentlich nur 3, nee, das sind 4. Also, es waren jetzt wieder alle 4. Wenn du in diese Frage kommst, es waren jetzt wieder alle 4. Hast ja gesehen, dass das 4 sind. Jetzt ist das an der Stelle verbuggt, dass ich nicht da hingehen kann, weil das Auto im Weg steht. Ich will ja nicht sagen, dass die Steuerung eine Frechheit ist, aber... Da kommen wir nicht durch. Die Steuerung ist eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube, muss nur einen Hund löschen. Was? Und dann kommt der nach vorne und will kann vorne alle löschen. Ich werde jetzt versuchen, erstmal mehrere Knochen mitzunehmen, aber ich glaube nicht, dass ich das gehe, dass das geht. Doch. Habe ich denn auch so viele Knochen jetzt im Inventar? Okay, dann bevor ich jetzt noch ein paar Mal... Ich brauche keine mehr. Ich bin quasi daraus gemacht. Okay, ich habe 5 Knochen jetzt. Alles klar. Ich würde das ganz gerne, auch wenn ich jetzt die Folge länger mache, aber ich möchte das ganz gerne diese Folge noch schaffen. Das ist ja... Sonst haben wir gar nichts gemacht in der Folge. Das geht nicht. Das geht, aber ich brauche dringend eine Pause. Ich brauche echt dringend eine Pause. Ich bin echt am Ende. So, und hier speichere ich jetzt. Okay, so. Wir machen das jetzt. Oh, ey, komm. Go. Knochen rausholen. Werfen. Feuerlöscher rausholen. Und anmachen. Genau so. Oh, Schock, schwere Not. Echt jetzt? Und go. Ah, ey, 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 ey. Und ich gehe davon aus, dass ich es jetzt 4 Mal machen muss. Vorher gehe ich hier nicht wieder raus, bevor ich das nicht 4 Mal versucht habe. So.
Ach, die Bilder, die klingen, passt jetzt schon nichts. Warum die allerdings nur, weil sie brennen, über Teer laufen können? Eigentlich sollten sie ja gerade dann. Okay, das waren die drei und der andere steht ja ganz hinten auf der anderen Seite, ne? Werfe ich jetzt nochmal ein? Ich werf nochmal ein. Mal gucken. Nur so. Okay, alles klar. Aber da hinten war da noch einer. Ich werf den lieber weg. Ich schlepp schon genug davon herum. Was? Nein, den nimmst du gefälligst. So, danke. Den nimmst du nochmal. Wir sacken uns jetzt da Knochen ein. Bis er sagt, dass er nicht mehr will. Ist mir egal, ob wenn ich 50 Knochen mit mir rumschleppe nachher. Ich brauche keine mehr. Ich bin quasi daraus gemacht. Okay, Lottis, könntest du jetzt mal? Ich speichere jetzt nochmal. Das ist... So. Mal gucken, ob Lottis jetzt mit uns losfährt. Gib mal Gas, was Glott? Manny, schau dir dieses üble Tor an. Da wir brauchen. Ich hole. Wie, die sind jetzt wieder da. Nee, sind sie nicht. Okay. Was kann ich denn hier machen? Ich bin mir sicher, dass die Straße bestimmt aus dem Wald herausführt. Aber zu Fuß komme ich nicht weit. Abgesehen davon, ich kann Glott es doch nicht einfach hier lassen. Okay, ich versuche nochmal anzusprechen, aber einen Schlüssel haben wir ja auch noch nicht für das Ding, ne? Achso, ich wollte die ganze Zeit dort noch mitnehmen. Ja, aber der hat mir das nie angeboten, weil ich mit Feuerlöscher reingegangen bin. Und sofern du diesen Feuerlöscher in der Hand hast, spinnen die ganzen Dialoge, kann man sagen. Ich lasse ihn jetzt mal ausreden. Er hat doch eben irgendwas gesagt gehabt. Okay, die blutrünstigen Bestien des beängstigenden Baches blubbern am Boden blasen. Dann gib mal Gas, was Glott? Manny, schau dir dieses üble Tor an. Da komm ich nicht durch. Wir brauchen den Schlüssel. Ich hole. Okay. Aus dem Weg! Den Schlüssel. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir in der nächsten Folge den Schlüssel. Wo auch immer der sein soll. Das werden wir irgendwie rauskriegen, sonst fahren wir nochmal durch die Gegend oder sowas. Ich habe nicht viel geschafft, aber ich habe es immerhin geschafft und ich bin es auch gerade geschafft. So, wir gehen jetzt direkt in die Pause. Tschüss, YouTube. Vorsicht! Bis zum nächsten Mal. Tschüss.